Bestellung. Bei Ihnen habe ich auch keine Ahnung, wie das gebaut wird. Bei Ihnen habe ich keine Ahnung, was das gebaut wird. Also mache ich die einfache Bestellung. Ist das meine? Bis später. Hallo. Kommen Sie mal mit, Herr Melvin. Oh. Sie wissen, was das heißt? Nein, hier darf keiner rein. Ja. Über Herrn Darko sein Kopf. Mhm. Ja, nicht runterfallen. Ja, so, Sie wollten mit uns reden, Herr Darko. Ja gut, wenn Herr Olaf schon da ist, er weiß es. Ich glaube nicht, dass er es weiß. Sie vielleicht. Hm. Wir alle wissen es. Na gut, dann eben alle. Dann kann Benny auch mit dem Thema anfangen. Nö, eigentlich nicht. Ich weiß ja nicht, was sie von uns wollen. Einen Moment. Ui. Sie bieten mir einen Trank gegen Werwölfe an. Ja. Ja. Wie die alle wissen, ich bin einer. Ja. Okay, aber jeder muss das aushalten, oder? Könntet ihr einfach bei 10 Minuten die Klappe halten? Bitte. 10 Minuten. Sorry, du Model. Ja, nur ist dieser Tank wirklich die einzige Lösung, weil zum Beispiel, ich verstehe die Regeln der Stadt, die Gesetze, daran halte ich mich auch, dass keine Rüstung stärker als die der Stadtwache ist und keine Waffe stärker als die der Stadtwache. Ist ja auch logisch, weil sie uns schützen. Und generell, wir haben ja schon noch... Sie schmatzt immer laut. Auch ich mich gegen oder stelle, ist die wildlaufenden Werwölfe, die von Huntern zu Werwölfen geworden sind. Von denen wurde ich bei meinem allerersten Tag hier gebissen und auch getötet. Deswegen bin ich Werwolf. Von Herrn Eick weiß ich, dass er anscheinend auch schon gebissen wurde. Und von Herrn Ramon, der wurde auch schon mal gebissen und. Von Herrn Ramon, das wissen wir ja, aber er ist kein Werwolf mehr. So, das ist jetzt die Lage. Ich wach auf und... Es geht darum, was Sie gestern herausgefunden haben. Ja. Genau. Was wollen Sie jetzt damit sagen, dass Sie, Sie, also ich würde zwei Sachen vorschlagen und auch bitten. Schlagen? Ich will vorschlagen. Er will die Leute schlagen. Oh. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Da liegt er. Könnten Sie mir, Sie wissen ja jetzt alle in der Stadt, dass ich ein Werwolf bin. Und Sie wissen auch ein paar andere Werwölfe. Ich gebe Ihnen einerseits Informationen, wer ein Werwolf werden will. Und den können Sie, bevor er ein Werwolf wird, gerne noch überzeugen, weil ich brauche nicht noch mehr Werwölfe in der Stadt. Egal, ob sie gut oder böse sind. Das wäre eine Sache. Hammer. Meine zweite Sache wäre, Sie geben mir ein oder zwei Wochen Zeit, um zu zeigen, ich tue ihnen nichts und beschütze die Stadt auf meine Art und Weise. Auch gegen meine Artgenossen, die Werwölfe selbst, weil ich davon auch schon nicht mehr überzeugt bin, was sie tun. Und ihr Po wird dadurch nicht besser. Shake your booty! Und dass man einfach... Ja, dass ich ihnen einfach nur zeigen kann, dass einige Werwölfe halt wirklich gar nichts tun. Herr Ben, gehen Sie mal bitte dem... Oh Gott, wie heißt er? Nico? Nick? Luca? Luca, helfen. Ich glaube, der braucht Hilfe. Ja, Herr Melvin, kommen Sie mal bitte. Mhm. Herr Ramon, Sie auch. Herr Olaf, Sie passen bitte auf. Mhm. Ja, was gut. Machen wir jetzt nun? Also, akzeptieren wir ihn in der Stadt? Ja.
Er wird aber, ich würde sagen, er schon. Wird aber von der Wahl des Stadtherrn ausgeschlossen. Genau. Okay, und wer teilt ihm das mit? Gehen Sie bitte, oder ich töte Sie. Gehen Sie bitte, Sie haben keine Erlaubnis, ins Haus zu kommen. Hausfriedensbruch begangen. Gehen Sie bitte. Wählen Sie Anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Du kannst dich belästigen. Es ist mal so eine Frage, wer ist das überhaupt? Das ist der Bücher. Und der ist schon mich ja auch schon vorgeschlagen hat. Der will bei mir auch irgendwie, keine Ahnung, ja, an die treiben. Ja, er wollte Schreiner machen, also... Schreiner? Ja, für Möbel herstellen und so, aber... Vielleicht ist der ein Stummherr besser zu ertragen als der Olaf. Naja, ich hab ja seit heute ein Messer, womit man Zungen rausschneiden kann. Erfolgreich. Gut, Herr Eick, ich hätte einen... Ich muss, hab noch was Dringendes vor, deshalb müsste ich gleich weg. Ja, gibt es noch irgendwelche wichtigen Dinge? Nein. Okay. Mit dem Herrn Olaf werde ich jetzt schon alleine klar. Stecken Sie Ihren Pappplack wieder rein. Falls Sie Schwert aus Versehen ausrutschen. Keine Sorge. Ups. Ja, ich kann noch ewig. Sollten Sie sich mal machen. Dieser Kerl da in der blauen Rüstung. Moin. So, Herr Ben, Sie sind entlassen, Sie dürfen sich erstmal ausgehen. Jo, das mit Herrn Darko bespreche ich dann morgen mit der Rüstung. Ja, das werde ich ihm dann gleich noch sagen. Ich bin der perfekte. Ja, ich denke, ich werde mich jetzt hinlegen. Okay. Sonst stellen Sie einfach an dein Platz, wo Sie das Haus bauen, dann ein Schild einfach, wo drauf steht. Der Herr Darko wird sich da schon drum kümmern. Okay. Wir wollen hier niemanden foltern. Jo, okay. Bis dann. In dieser Stadt. Falls es jetzt die Neuheit gibt, ich weiß. Und dann fragen wir uns einfach meine Stimme noch. Du wirst sterben. Du folterst uns ja alle. Schwanz in den Händen. Wer teilt dem Herrn das jetzt mit? Ich würde sagen, der Herr Ramon, weil er kommt sehr gut mit ihm klar. Herr Ramon? Ja. Teilen Sie das Ergebnis dem Herrn Darko mit? Und Herr Olaf, Sie dürfen jetzt bitte gehen. Sie sind entlassen von Ihrer Pflicht. Könnte ich dafür, dass ich hier auf den lieben Darko aufgepasst habe, einen halben Stack Fichtenholz bekommen? Also, so. Ja, wissen Sie was? Ich bringe Ihnen das dann. Dankeschön. So, Olaf. Ach Gott, dann eben nicht. Na egal, ist billiger. So. Was... Unser Ergebnis, was wir jetzt besprochen haben, weil Sie mit dem Herrn Darko ja so gut kooperieren können wegen den Ärzten und hin und her, dass Sie ihm das bitte mitteilen. Also, wir haben entschieden, dass Sie hier als Werwolf jetzt in der Stadt leben dürfen, aber von der Wahl als Stadtherr dann ausgeschlossen werden. Oder? Ja. Genau. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt nichts dagegen. Okay. Wie war das denn eigentlich? Ich meine, haben Sie sich nicht irgendwie gestellt, also aufgestellt oder wie war das? Ich habe mich als Wahl aufgestellt, aber allein meine jetzige Arbeit bringt mich schon um. Wenn ich dann jetzt noch einen ehrenamtlichen Job habe, dann gehe ich doch jetzt schon unter. Ja, gut. Ich glaube, das sind die Zwäger. Dann wegen der Wahl. War ja nicht zu überhören, was sie reden. Sissi ist ja auch noch ein Werwolf. Ja, das besprech mal mit dem Fräulein, wenn sie dann aufgewacht ist. Und genau, da wäre mein Vorschlag, es sind ja jetzt drei neue Leute in die Stadt gekommen. Ja. Herr Justin, der arbeitet jetzt bei mir. Herr Luca, dem müssen sie ja sowieso noch mit ihm reden. Und ihre Frau, wie die gerade heißt, hat ist mir entfallen. Das ist nicht meine Frau. Lebensgefährtin. Keine Lebensgefährtin. Einfach nur eine normale Mitarbeiterin. Warum sagen das dann alle? Das weiß ich nicht. Ich auch. Das bin doch nur nicht, weil der, eine sagt. Zweite Frau in der Stadt Olaf ist hat das auch schon gesagt. In meinem Haus ist... ich weiß es nicht. Okay. Also, weil dann würde ich einfach von allen... Luca fällt wegen Werwolf wahrscheinlich raus. Ihre Frau... Die ist zu himmelig und ihre Angestellten dreht manchmal durch. Entschuldigung. Und ich würde einfach, ihr könnt ja einfach mal mit Justin reden, weil der scheint ziemlich fleißig zu sein. Wegen den Wahlen, da werden wir uns schon kümmern. Aber es gibt da noch was. Der Herr Ben meinte ja, dass sie sich heute gegenseitig ein bisschen in der Wolle hatten und sie dann den Herrn Ben getötet haben.
Genau. Wir werden darüber hinwegsehen. Was? Keine Sorge. Das ist bestimmt wieder der Herr Olaf. Mit seinem Spielzeug. Das hatte ich damals auch. Das ist komisch. Echt. Das war kein komisches Ding. Nee, so laut war das nicht. Das kam mir vor wie ein Herzpochen. Wo ist er denn da? Oder ihre Hunter. Auf jeden Fall wissen wir ja, dass sie den Herrn Ben dabei getötet haben. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir darüber hinwegsehen, da sie ja bisher gute Arbeit in der Stadt geleistet haben. Wenn ich dazu noch was sagen darf, er hat zuerst geschlagen. Ich weiß zwar, dass er Stadtwache ist, aber... Es ist ja erstmal dahingestellt. Man greift die Stadtwache einfach nicht an. Auch wenn sie einen tötet, das gibt keinen Sinn. Sie sind ein Werwolf. Ich glaube, das war Sinn gut, dann genug. Gibt es Sinn. Sie haben bis jetzt immer gute Arbeit geleistet. Also es gab ja auch noch nie Beschwerden irgendwie in einer Art und Weise gegen sie. Wir würden darüber natürlich jetzt noch hinwegsehen, was da heute mit dem Herrn Ben passiert ist, wenn sie dem Herrn Ben als Ausgleich einfach eine normale Eisenrüstung spendieren. Die ganz, also so eine, die wie Sie haben oder die wie Ramon? Wie ich habe. Okay, ja, habe ich kein Problem mit. Okay, dann... Obwohl er hat schon Geld von mir bekommen. Egal, mache ich einfach. Also, ich glaube, bei Ihnen sollte es an Geld nicht hapern. Nein, aber ich bin trotzdem geizig. Gut, dann werde ich Sie jetzt erstmal von der Liste streichen mit bei den Wahl zum Stadtherrn und bauen Sie keinen Blödsinn. Ansonsten... Nein, passiert. Gibt passiert es schon bestimmt nicht. Irgendwo noch ein Gefängnis aus Silber mit... Stacheln oben und unten und an den Wänden, wo sie dann nicht mehr rauskommen. Ja, dafür müssen sie mich erstens kriegen und zweitens wird das nie passieren, dass ich in einem Gefängnis lande oder dass sie sich irgendwie gegen mich auflehnen. Wenn sie sich gut benehmen, dann ja. Gut, ja, dann erstmal wegen der Rüstung. Ja. Und haben sie denn jetzt schon irgendwie was herausgefunden wegen... Dass man das hier vielleicht irgendwie richtig gut machen kann. Denn irgendwie, das hat sieben. Linda! Anwesend! Sieben Plätze frei für neues Material, was man drauf machen kann. Haben Sie eigentlich schon mal eine Rüstung entwickelt, die besser ist als die wir momentan anhaben? Ich könnte mich da dran setzen, aber das, hergestellt habe ich den noch nicht. Das wäre tatsächlich. Gut. Vielleicht das Fräulein Vivian mit einarbeiten, dass sie das auch kann. Ja. Sie hat ja heute schon ihr erstes Geld verdient mit der Reparatur von meinem Schwert. Aber ich bräuchte jetzt dringend erst einmal eine Eisenhose, Eisenbrustplatte und eine Eisenhelm. Gut, dann. Chef. Ich warte so lange. Ja, ja. Ich hab das gefunden. Ja, ja. Dann hätte ich ja einmal diese... Haben Sie denn überhaupt Maße genommen? Natürlich. Ja. Was bekommen Sie? Was ich bekomme, das ist... Oh Gott, warte mal. 20 Eisenmünzen. Ja. Warte mal, ein Eisenmünzen. Ja, doch, 20 Eisenmünzen. Ja. Danke. Bitteschön. Können Sie die kaputte alte hier noch irgendwie verwerten? Verwerten? Ich kann sie tragen. Ich habe hier noch die Schuhe, die sind noch ungetragen, weil ich ja die roten hier habe. Also die Schuhe, die noch nichts an sich haben, die kann ich wieder verwerten tatsächlich. Aber die alten, die könnte ich tatsächlich reparieren. Naja, dann reparieren sie die und wenn ich mal wieder was brauche, dann tun wir einfach nur immer wechseln und sie kriegen die Reparaturkosten. Okay. Okay, gut. Und viel Spaß dabei. Nee, sie wollten dann noch was wegen ihrem Schwert haben. Ach so,
Ja, haben Sie denn genug Materialien da, dass wir da irgendwas Was soll das eigentlich hier heißen? Warum sollen Sie eigentlich mich die ganze Zeit mit ihm verkuppeln wollen? Hm? Das frage ich mich auch. Aber egal. Also, genug Materialien habe ich momentan nicht. Also, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also zum einen gibt es da... Warten Sie mal, kann man hier nicht das, was der Herr Ben verkauft, drauf machen? Das dann... Ben, hä, was verkauft der denn? Das ist so ein brennendes Pulver, wenn man... Brennendes Pulver? Kann man das nicht hier drauf machen, dass dann die Monster brennen, wenn man die haut? Kommen Sie mal mit. Ist das... Sag mal, du, geh aus dem Weg, ey. Sowas. Was ist das hier? Noch nicht hoch? Gott, das müsste ich. Ich glaube, sowas habe ich tatsächlich auch oben. Das könnte ich mal ausprobieren tatsächlich. Dann, ob das auf mein Sch- ob ich das ausprobieren? Darf ich das ausprobieren? Ja, nehmen Sie es vor, dein Vivian. Gut. Sie ist wissbegierig. Ja, gut. Ja. Darf ich das machen? Darf ich das machen? Ich, darf ich das ausprobieren? Ich warte. Ja, sie kann es gleich aus. Gut. Ja. Wo ist. Guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Privatgrundstück, ich glaube nicht, dass Sie da hoch dürfen. Ich habe eigentlich Sie gesucht und nicht die. Ja, Ihre Bestellung wegen dem Schiefer ist fertig. Oh. Ich komme Sie mir dann gleich abholen. Ich habe Sie dabei. Okay, dann immer her damit. Ich habe mich für Ihr Schwert geopfert! Wenn. Eisenmünze. Herr. Star Dancer till I drop my